Gut gemacht. Hab ich vorhin schon mit den Fischern gemacht. Jetzt wieder ab die Musik. Cool. Ja. Jo, abwärts würde ich sagen. Gut. Ja, keine Fackeln mit. Brauchst du nicht. Er geht also nach Daniels Lebenslauf. Ja. Nicht lang fackeln. Nee, abwärts. Oh, war der gemein. Puh. Daniel muss selber lachen. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ach, du kannst dann heute Abend heimlich unter deiner Bettdecke weinen. Da muss ich wohl. Holst du die Kohle ab? Jo, wenn ich eine Spitzhacke habe, hab ich noch. Daniel, bist du etwa ohne Spitzhacke in die Höhle gegangen? Ich sollte ja nochmal vorbeikommen, weil ich nicht gesagt habe, dass ich Kohle abbauen soll. Hält nicht mehr besonders lange, aber ich habe noch eine Werkbank dabei. Das ist gut. Keine Spitzhacke, aber eine Werkbank mit. Ich bin für alle Eventualitäten ausgerüstet. Kari, pflanz bitte auch Bäume wieder hin, wenn du dich alle abholst. Also hier hinten wo jetzt. Die habe ich schon sonst gepflanzt. Entschuldigung. Nur du kannst sie ruhig abholzen, aber du mach bitte wieder neue hin. Ich wollte hier bloß ein bisschen Überblick. Die habe ich extra gepflanzt. Du kannst sie schön abholzen. Hier ist ein Eichensetzling. Bitte schön. Wo bist denn du? Ich mach mir ja gerade noch ein paar Spitzhacken. Achso. Daniel ist spitz, wollte er damit sagen. Jo. Wer ist denn hier überall die Truhe? So. Mucke ist voll cool. Ja, dann wieder hoch, ja, ne? Jo. Habt ihr das erkundet? Was, das war's schon? Naja, war nicht viel. Ich dachte, es ist eine übelst große Höhle. Ja, ich bin bloß in eine Richtung gerannt, da gab's noch irgendwo eine andere. Das ist erstmal noch ein bisschen Kohle. Hier vorne A. Und dann ist auch noch die Richtung, die ich noch nicht erkundet habe. Ah, gehen wir gleich auch noch hin. Haben wir hier vielleicht von hinten irgendwie noch mal eine Wand mit rein, eine Tür? Ja, da wo die. Warte, ich setze gleich rein. Ich hab kleine Hühnchen gemacht. Ich hab noch Türen. Ein Skelett. Kommt hierher. Ich hab jetzt aufgelassen. Da ist ja noch ein paar Setzlinge. Das sind Fäden in. Wer hat bitte Fäden in die Pflanzentruhe getan? Kann ich gewesen sein. Daniel, hier unterm Wasser ist Eisen. Hat man eine Truhe vor Wolle? Mhm. Ich versuche das mal zu stoppen. Ja, wir haben eine einzelne Truhe für Wolle, Michi. Ja, hab's alles schon ausgenommen. Oh, kleiner Mann, Schatten. Wasser ist weg. Okay. Mhm. So, hab die Tür hinten gemacht. Muss immer zwischen den Büchern eins frei sein? Nee,
Zwischen Büchern nicht. Ich meine jetzt zwischen Bücherregal. Nee. Denn nur was? Eisen, ne? Eisen wollen. Ansonsten war's das. Wo hier oben ist ja auch noch was. Schnee? Nee, das ist weißer Teppich. Aber ich will keinen weißen Teppich. Ich hab's bis mal ausprobiert. Guck mal, da geht's auch raus. Wenn du hier sowas oder sowas brauchst, sagst du mal Bescheid. Hm. Ich hab jetzt auch gerade hier oben gefüttert, Körnchen und sowas. Mhm. Ah, die Kühe und so, alles. Brauchst du hier einfach nur durchgraben, ja. Hat sich die Kühe. Wir haben bis noch eine Kuh. Ah, ne. Nein, haben wir auch eine Babykuh. Ich schlachte erst, wenn. Wo ist das Haus? Sind. Guck mal, wo wir rausgekommen sind. Mhm. Nicht weit weg. Gib mir mal zwei von den Ehen. Aber nicht von den blauen, sondern. Okay, ich das hier mal, damit da keiner reinfällt. Lalalala. Ja, ich bin jetzt hier. Im oben Haus. Wo bist du? Ja. So. Ich bin direkt drin. Und jetzt, immer in Abstand von 2 und die Tunnel graben. Oder so. Oder wie war das, Michi? 2, hä? Na, warte, ich komme zu euch und sage euch mal Bescheid. Wenn Daniel noch da wäre. Da ist die Haus. Ja, Moment. Hier drin? Ja. Ja, warte mal. Oh. Scheiße. Wo war denn das? Warte, lass da liegen. Lass da liegen. Lass da liegen. Ja. Das war echt fies, ey. Ich hab grad mein Fleisch aus dem Ofen genommen, ey. Warte mal, ich hab GY und nichts mehr, euer Tochter. Hier bist du auf jeden Fall noch viel zu hoch, Süße. Du musst erst noch bis 0 runterkramen. Wo bist denn? Achso. Ja, das habe ich bloß wegen der Höhle nicht weitergemacht erstmal. Daniel, wo bist denn? Hm? Ich glaube gerade schon wieder hin. Was passiert eigentlich, wenn man das Ding zerstört? Es ist weg. Nee, ich brauch kein Fleisch, ich hatte mir gerade Fleisch also, gemacht, ja. Wenn du hier das so machst, dann kannst du mal ein paar Erfahrungspunkte mit Spinnen farmen und Fäden und sowas. Und Spinnaugen, wenn du später mal ein paar Tränke kochen willst, dann brauchst du manchmal Spinnaugen und dann kannst du dann ja, hier immer schön spinnen. Machst du einfach die Fackel weg, die da drauf ist, und dann müssen die Spinnen spawnen. Achso. Warum rennst du schon wieder nach auf? Ah, warte. Na ja, gut, ich helf dir mal da. Kurz. Ich hab kein Bett mit. Schwarzpulver. Wisst ihr, wie das bei mir aussieht? Das sieht bei mir aus wie so hier Barbiermesser. Eisen. So, die Kürbisse lege ich mal hier rein. Ja, wenn ich dann das Gewächshaus soweit habe, ich brenne gerade Glas, dann kann ich das hier mit verwenden. Ich habe keine Fackeln mehr. KSS-User. Wenn du dort hast, du kein Holz, nichts. Ja, wo? Geil, das wird wärmer. Den Stein aus dem Ofen genommen? Ja, das habe ich in der eben unbeschrifteten Kiste neu getan. Also hinlegen lohnt sich nicht, oder? Weiß ich nicht. Wir graben gerade nach unten. Das ist mal eine Fackel.
Meine Spitzhacke macht beide Hufe hoch. Welche Truhe ist denn noch unbeschriftet? Hier hinten hast du jetzt wieder die hier zum Beispiel. Guck. Die hier ist noch unbeschriftet. Ach ja, da hast du Stein drin. Und warte, hier, guck, hier hinten in der Ecke ist auch noch oben drüber, genau. Ich hatte ja 4 Stacks gemacht. Was, Stein? Ja. Ich hab. Brauchst du die? Mach mal eine Fackel zu sehen. Ja. Kohle. Oh, Redstone. Oh, danke. Bitte. Und Lava. Ja. So. Schon mal ein bisschen Baumaterial. Das ist die Lava. Macht man eigentlich nochmal Stiefel? Ja, links 2 übereinander und rechts 2 übereinander. Mitte frei lassen. So, ist warte noch mal, Leder mal übrig? Nee, bräuchte ich selber noch nicht. Nehmen wir hier die Höhe an, okay? Weil ich hier noch Bücherregale hinten bauen muss. So, pass auf. Du nimmst den. Hier, krebst immer 2 in die Richtung. Okay. Da findest du rechts, links und oben und überall Sachen, wenn du was findest. Und wenn du dann keine Lust mehr hast, in die Länge zu bohren, so lange wie du halt willst, gehst du zurück und lässt hier so 2 frei und machst dann hier wieder einen Gang. Dann kannst du nämlich alles absuchen, was hier da ist. Und so kannst du das unendlich weiterführen. So, kannst du mal. Aber bau dir lieber über Spitzhacken, sonst musst du andauernd zurückrennen. Und ich empfehle dir unten noch eine Truhe hinzustellen wegen Cobblestone abladen, also hier Bruchsteine. Weil da wirst du viele finden. Ja, Es gibt für euch beide, es gibt übrigens auch eine Verzauberung für Spitzhacken, die Steine so abbauen lässt, wie sie sind. Also die Steine, die sie nicht Bruchstein abbauen, sondern gleich den richtigen Stein. Ja, das ist zum gut. Beispiel. Das ist praktisch. Hast gut geworden, das da. Über. Ja, geht's so? Mhm. Das müssen wir dann hinten auf den Haus noch, baue ich das dann noch über. Dann laufe ich jetzt erstmal zum Haus zurück. Aber Vorsicht, da sind Creeper draußen. Komm, wir legen uns erstmal schnell ins Bett. Ich hab kein Bett mehr. Wo ist da eins hin? Vom Creeper gesprengt, weil ich das Haus nie gestellt hatte. Wo bist du denn? So viele Monster. Rennt, User. Rennt euch. Lauf. Du musst ja ein Bett bauen, wenn noch so viel Wolle da ist. Hab schon. So. Boah, der rennt gerade brennend durch unseren. Da brennt ganz schön viel da draußen, ey. Sollte sie noch auf dem Creeper. Ja, das ist wieder. Daniel, der kommt hinter dir her. Hallo, Herr Creeper. Bitte nicht hier sprengen. Oh, warum müssen die bei allen Öfen Steine drin sein? Oh, nee, rausnehmen. Die hab. Der Daniel will gern steinreich sein. Ich. Weil ich hier das Glashaus bauen will. Ich schiebe doch so ein Schlachter von dir. Heiße Angelegenheit. Thank you.
Außerdem ist hier oben in den Öfen gar nichts. Hier oben hast du 4 Öfen und die sind alle leer. Tu doch mal was rein. Ja, Susa hat sich ja gerade beschwert, dass ich... Ich habe gerade unten noch einen Ofen hier gebaut. Wir haben oben 4. Ist doch egal, ob immer mehr oder weniger. Spielt keine Rolle. Und da schwebt er hier an, der Creeper. Kann der mich nicht in Ruhe lassen? Kann ja immer wieder ein Schwert machen. Dass hier wieder weitergeht. Ein bisschen Entspannungsmusik. Soll ich die Zwischenräume also mit Holz ausfüllen oder und dann die dann danach die Fenster einsetzen? Ja, kannst du machen. Okay. Bei mir ruckelt gerade ein bisschen. Michi? Was denn, Kari? Was hast du denn? Ich möchte gerne einen Pfeil bauen. Flint, Holz, Feder. Ja, ich weiß aber nicht wie. Weil ich das gleiche Problem, das jetzt auch schon mal hatte. Ha, ich hab's. Coole Musik. Voll coole Musik. Schön 8-Bit-Sounds. 8-Bit-Sounds. Aber bei mir ruckelt es jetzt schon teilweise ganz schön. Gleich mal eine Pause machen. Oh, steckt schon, hm? Auf deine Platte. Könnte sein. Oh, muss man gleich mal aufhören. Auch gleich schon 3 Stunden aufgenommen, oder? Ich hab gar keinen Überblick. Also ich denke, wir sind fast. Also, ich, 22, gute 3 Stunden. 20 haben wir, glaube ich, ja, angefangen. Ganz. Ja, nicht ganz. Doch noch was Produktives gemacht. Mhm. Oh, Haus gut vorangetrieben. Viele Creeper gesprengt. Genau. No. Mhm. Wenn wir Löcher nicht ausgefüllt haben, wird es schon draußen aus in einer Kraterlandschaft aus dem Ersten Weltkrieg. Echt mal. Trommelfeuer der Creeper. Ich glaube, hier, Dani, hier hüben kannst du die Steine wieder abmachen, die du am Haus dann gemacht hast. Okay. Hier schon plus 5 Angriffsschaden. Ich hab den noch gar nicht verzaubert. Und normal Schaden. Das ist doch normal. Ja, warte mal, die brauchst du nicht machen. Die brauchst du nicht machen. Die am Haus würde ich weglassen. Ja, gerade noch meine Spitzhacke.
Ja, ich habe auch bloß eine abgefragte. Aber die müsste noch reichen für die Power-Up machen. Was wird denn das jetzt? Das wird Haus erweitert. Aha, darf ich hier mein Gewächshaus hier vorne oder soll ich das hier hinten hinstellen? Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen gleich mal festlegen, wo die Karis Gewächshaus hinbauen kann. Mal die Plätze ein bisschen festlegen. Hallo Susi. Aber.